über 3000 Hühner, Legehennen, die frische Bio-Eier produzieren. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir auf dem richtigen Hof, ja, so wie es früher war. Genau. Das, was quasi ausgesiedelt wurde. Ja, richtig. Okay, das heißt, so wie wir es jetzt hier sehen, in der Bewirtschaftung, Hof, Nebenflächen, Lagerflächen, so war es dann eigentlich auf dem schönen City-Martens-Bereich, der jetzt als Wohnanlage umgebaut wurde. Ja. So seid ihr quasi als Kinder aufgewachsen. Mhm. Und dann sind alle Ställe umgezogen, aber Schweine habt ihr dann abgeschafft, Enten abgeschafft, sondern nur Hühner behalten. Nur Hühner behalten und die sind hierher gezogen. Okay, dann lass uns mal die Hühner gucken. So, da sehen wir die Eierschachteln. Ja, ein bisschen was, was Tonnen. Man haben muss. Und 4000 Eier pro Tag, das heißt, wie viele Hühner machen das? 3000? Wie fast 4900. 4000, also fast 5000. Ja, aber ein Stall mausert, deswegen haben wir nur 4000 im Moment. Sonst legen die wirklich jeden also Tag. Also jeder ein Huhn, eine jede. Durchschnittliche Legeleistung von 92%. Na, Mädels. Wo mache ich das Futter jetzt rein? Da rein? Wir gehen dann gleich mal durch. Wir gehen gleich rein, okay. Ja, und nicht die Füße so doll hochheben. Könnte ein Huhn drunter sein. Natürliche Einflüsse. Ja, okay. Ja, aber die sehen ja richtig schön aus hier. Mhm.
Wenn jetzt ein Huhn 2 Jahre alt ist, was passiert dann? Schlachtet ihr da? Das sind jetzt 1200 hier in dem Stall, sagst du. Schlachten die, werden die dann am Stück geschlachtet, alle der ganze Stall oder wie? Die werden dann alle auf einmal geschlachtet. Das wäre grausam, weil die ja untereinander sozusagen Verbindungen eingegangen sind. Ja. Und die gehen dann weg zum Schlachten, werden abgeholt, von uns nochmal liebevoll in die Kisten getan. Und oh dann Gott, das ist schlimm bestimmt, oder? Ja, ist schon nicht so schön, aber... Das ist halt der Prozess. Ja. Wie lange machst du das schon mit den Hühnern? Also, oder wie hast du das gelernt? Also machst durch meinen Mann bin ich da ja reingekommen. Die Hühner waren ja schon da. Ja. Und... Tja, meine Mission war eigentlich, keinen Landwirt kennen und lieben zu lernen, aber das hat nicht funktioniert. Aber gelernt habe ich Verwaltungsfachangestellte. Ach was. Ganz was anderes. Büro. Ja. Okay. Und dann bist du zur Landwirtin geworden über die Liebe. Genau. Und würdest du es heute wieder tauschen wollen? Wenn du so überlegst, was du hier ist schon. Ist ja nicht einfach nur Landwirtschaft, es ist tatsächlich ein Unternehmen oder in diesem Fall mehrere Unternehmen. Ja. Ich habe nebenbei dann auch noch Hauswirtschaft gelernt, um zu wissen, was man aus den ganzen Produkten alles machen kann. Ja. Und ich habe jeden Tag 8 bis 10 Leute am Tisch, bekocht die auch noch. Und Wahnsinn, alles gut. So ein richtiger Hofbetrieb hier. Ne? Ja. Wie lernt man denn, was hast du denn gelernt, wie so ein Huhn funktioniert, worauf da zu achten ist? Jetzt das Sozialgefüge hast du jetzt gerade gesagt. Was braucht ein Huhn? Was braucht ein Huhn? Es braucht ein stabiles Umfeld, es braucht Platz, es braucht eine Stange, es braucht... Warum brauchen die eine Stange? In der Natur suchen die sich auch Äste oder irgendetwas, worauf sie sitzen. Ich kann das gar nicht sagen, warum das so ist, aber... Ja. Wenn die da oben sitzen? Ja, die picken da Futter. Haben die bestimmte Esszeiten? Die können den ganzen Tag. Die können den ganzen Tag essen? Ja. Also haben die ein Hungergefühl? Das denke ich schon. Also die hören auch irgendwann auf. Ja. Aber hier unten ist es halt wirklich Beschäftigung. Ja. So picken und suchen. Ja. Naja, und dann musst du die Hühner beobachten. Was mögen die, was mögen die nicht. Am Anfang, als ich herkam, also unten, wo jetzt die Wohnungen sind, hatten wir Käfighaltung. Mhm. Die hatten natürlich nur ihre 5 Hühner, mit denen sie immer zusammen waren. Ja. Und diese müssen sich schon im Großen auseinandersetzen auch mal. Das heißt, man kann jetzt nicht ein fremdes Huhn hier reinsetzen? Das fremde Huhn wird nicht funktionieren. Das wird nicht überleben. Das wird gepickt und wird ausgegrenzt. Mhm. So, wie kommen jetzt hier die Eier zurück? Ja? Und die gehen nicht kaputt? Nee. Das ist hier oben ein Förderband. Ah, wo die Eier da oben laufen die lang. Und dann ist das quasi das zurück. So. Das macht man. Müssen wir hier wieder rausknallen. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie viel Eier gelegt wurden. Die Eier, die liegen jetzt auf diesem Band unter den Nestern. Ja. Wie ist dann so ein Nest? Also ich kenne das als Strohnest. Ist das dann ein Nest mit einem Loch und dann plumpst das Ei runter? Oder das ist leicht angeschrägt und das sind so Noppenmatten quasi, aber recht gemütlich. Und das polstern sie sich oftmals selbst mit ihren eigenen Federn aus, so wie man es halt auch ursprünglich kennt. Und dann, weil die leicht angeschrägt sind, rollen die dann halt so auf das Förderband rauf, nach hinten weg. Okay. So. Und jetzt wird geerntet. Wir dürfen aber nicht so viel bekommen. Warum? Wie oft erntet ihr das morgens? Weil wir morgens das meistens machen. Drin, da wird dann abgewogen, wie schwer das Ei ist. Ach, dass man S, M und XL, S, M, L und XL. Vier Größen. Ja. Da
das von den Jungtieren ist, sind das alles relativ kleine Eier. Ja, kommen ja Eier. Allerhand Eier. Und das heißt, hier haben wir die XL, L, M. Und da sind hinten jeweils die Gewichte dran. Zum Beispiel, wenn das Ei unter einem gewissen Gewicht ist, dann fällt es da rein. Weitergegeben und weitergegeben. Ah, das heißt, genau. Also hier ist ja nur ein Mindestgewicht, hier ist ja von bis und da auch und bei XL ist ja, wenn es über diesen größer als, genau. Sieht aus wie eine Umzugskiste, ne? Ja. Aber das sind spezielle Eierverpackungskisten auch? Ja, die passen schon rein. Mhm. Und woher weiß ich, in welche Kiste jetzt welche Größe da reinkommt? Das ist gekennzeichnet. Hier steht 17 Lips, das ist für die L-Eier. Ah. Und bei den 15 Lips, da passen alle anderen rein. Ah, okay. Das sind ja die ganz großen. Das heißt, die Verpackungsgröße ist draufgedruckt. Genau. Mhm. Und dann führt ihr nochmal manuell Buch. Weil wir dann zählen pro Stall, wie viele Eier kommen, damit wir auch wissen, warum sind da jetzt mehr Eier, warum sind da weniger Eier. Ist euer Logbuch quasi. Ist im Stall was passiert? War irgendwo was, wenn wir jetzt weniger Eier haben, sind vielleicht Hühner krank oder so. Mhm. Das sieht man dann schnell an den Eiern. Okay, gut. Maschinenpark, Henrik, deine Welt. Geflügelhof Martens. Wir haben alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ja. Wie ist es denn für dich jetzt, du hast vorhin erzählt, durch die Liebe bist du zur Landwirtschaft gekommen. Ja. Mach mal ein bisschen die Werbetrommel, warum es sich lohnt, im landwirtschaftlichen Betrieb mal eine Ausbildung zu machen oder vielleicht auch mal ein Praktikum zu machen. Was ist das Besondere an dieser Arbeit? Landwirtschaft ist immer vielfältig, umfassend. Nicht auf ein Produkt oder auf eine Marge oder irgendwas bezogen. Man ist Allrounder in allen Bereichen. Mhm. Und wo hängt das Herz? Also was macht das, welche Momente sind die, die dich glücklich machen, die dich zum Strahlen bringen? Die glücklichen Kunden. Wenn die strahlen kommen, wenn sie mich begrüßen, wenn man sich schon kennt, wenn man einfach sieht, dass die Leute zufrieden sind und auch die Mitarbeiter zufrieden sind. Also was Gutes zu tun für die Gesellschaft an der Stelle. Genau. Ja. Was ist deine Vision? Meine Vision ist, diesen Betrieb für Nachhaltigkeit stehen zu lassen, autark zu sein und regionale Produkte für die Mitmenschen anzubieten. Mhm, sehr schön. Das heißt, da müssen wir einfach ein bisschen expandieren und die Botschaft noch ein bisschen mehr raustragen. Ihr habt ja auch einen Instagram-Kanal, wo man ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, was ihr hier so macht. Der heißt Geflügelhof Martens. Genau. Geflügelhof unterstrich Martens. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und verschickt ihr auch Sachen, wenn da jetzt jemand käme aus Hamburg oder so oder wir Lübeck, haben schon der sagt, ich habe Räucherfisch verschickt, wir haben Schinken verschickt. Aber einen Online-Shop gibt's nicht. Noch nicht. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Okay, also wenn ihr da was seht auf Instagram, wo ihr sagt, da habe ich Hunger drauf, das hätte ich gern, regional angebaut, biologisch angebaut, dann guckt bei Instagram vorbei und schickt der Heike eine Nachricht. Super, freue ich mich. Das war ein Ausflug in die Landwirtschaft, landwirtschaftliche Betriebe. Auch da gibt es Prozesse, wie wir gesehen haben. Jede Menge zu tun, ganz viel Arbeitszeit, gerade wenn man biologisch anbaut. Und schön, dass ihr dabei wart.